Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Hunting Simulator. Wir sind jetzt bei den Rocky Mountains, hier wird also kalt. Hallöchen Rehauge, beanspruchen Sie zwei Maultierhirsche als Beute. Wollte ich mir aber gerne mal das Betäubungsgewehr angucken. Lautlos und vielseitig. Das Betäubungsgewehr setzt CO2 Treibgas ein und damit viel leiser als traditionelles Gewehr. Am effektivsten unter 70 Meter und kann Tiere in Sekundenschnelle betäuben, ohne sie zu verletzen. Aber wollen wir das machen? Nee, ne? Wir wollen die ja eigentlich so mitnehmen, sage ich jetzt mal. Naja. Na gut, wir machen das dann wieder auf die Standardart und Weise, würde ich sagen. Wie wir es immer gemacht haben. Einfach wieder die 22er mit. Passt das schon? Nehme ich natürlich den Maultier. Und weiter oben, ne? Der Hirschlockufer oder so was. Der Hirschlocker, genau. Den nehmen wir uns noch mit. Weiß nicht, was haben wir denn hier noch? Haupttierlockrufer auch noch mitnehmen und Geruchsreduzierungsspray noch mitnehmen. Und dann starten wir die Mission. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier so aussieht bei den Rocky Mountains. Bestimmt kalt. Aha. Ich weiß, der war richtig lustig, Freunde, oder? Komm, seid ehrlich, gib zu jetzt hier. Er war ein bisschen lustig. Nee, Quatsch. Ja, also das mit den Enten, um das nochmal Revue passieren zu lassen, ist zwar nicht schlecht, aber da fehlt mir persönlich noch so ein bisschen das gewisse No. Oh, das der Wind, Alter. Ganz schön kalt hier. Ganz schön kalt hier. Richtig kalt hier sogar. Aber die hat nice gemacht, da mit den Spuren im Schnee und so. Richtig nice. Ich weiß, ob ihr das hört. Bin mal kurz leise. Klingt total geil, Freunde. So ein bisschen die Kamera, so ein bisschen fröstelnd. Echt nice gemacht, ja. Schon episch irgendwie. Richtig geiles Feeling, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Oh, das klingt wirklich kalt hier. Fängt man irgendwie ein bisschen an zu frieren, ne? Denn hier Gabelböcke, die hier die Hirsche hier über die Berge krabbeln. Den hier geht. Ich habe gar nicht auf die Stundenzahl geachtet. Wir müssten hier schon mal ein bisschen langsamer laufen. Gucke ich aber gleich. Stunde.
müssten die da unten gleich irgendwo sitzen. Wenn ich Glück habe, kriege ich gleich zwei. Wenn ich Pech habe, sehe ich nur einen. Das muss ich gucken. Soweit ist. So, hier am Kamm werde ich mal ein bisschen krabbeln. Ich kann mir ja nicht sicher sein, ob hier was sitzt. Ich glaube, man hat hier auch so ein bisschen den Überraschungsmoment, weil die hören einen kaum. Das ist doch schon irgendwas. Sich mehr, ne? Ah, komm. Jawohl. Ich glaube, damit habe ich schon zwei. Richtig nice. Die nur noch finden. Zack. Nummer 1. Und Fluppi Nummer 2. Damit sind wir schon durch, Freunde. Das war's schon, das Ganze. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ist jetzt alles zwar ein bisschen kurz, aber das Glück ist zurzeit mit uns, Freunde. Also bis zur nächsten Folge und haut da rein. Tschüss.